Wir Freien Wähler wollen vor allem, dass die Bürgerinnen und Bürger an den politischen Entscheidungen aktiv beteiligt werden. Das erhöht die Akzeptanz und gerade aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit als Landrat weiß ich, dass man Akzeptanz braucht. Und wenn man ein Beispiel nimmt, hinter uns blicken, den Donaudurchbruch und die Naturschutzverordnung nimmt. Die wird zurzeit überarbeitet und da ist es ganz, ganz wichtig, dass alle Belange einfließen. Einerseits die Bürger weiterhin die schöne Gebiet betreten dürfen, aber auch das Naturschutz zu ihrem Recht kommt, die Schifffahrt weiter betrieben werden kann, Landwirtschaft und Forstwirtschaft ihre Bedürfnisse auch einbringen können. Deshalb ist eine aktive Bürgerbeteiligung in jedem Stadium wichtig und dafür setzen wir uns besonders ein. Ja, ein starker Staat braucht nicht nur eine legislative und eine leistungsfähige Exekutive, sondern wichtig auch ist eine gute Judikative. Und das sieht man an der Vielzahl der Verfahren, der zunehmenden Verfahren. Und für den Bürger ist es auch deshalb wichtig, weil er nicht nur ein gutes und gerechtes Urteil erwartet, sondern auch ein zeitnahes Urteil. Es nützt nichts, wenn ein Verfahren sich über Jahre oder Jahrzehnte hinzieht. Also wir müssen bei Gericht das Personal verstärken und wie gesagt die Verwaltung auch modernisieren. Ja, im Hochschulbereich ist ein ganz wichtiger Zukunftsbereich, gerade für den Freistaat Bayern. Wir sind ein Wissenschaftsstandort, aber die Konkurrenz schläft auch nicht und deshalb müssen wir kräftig nachbessern. Es sind einige Gebiete, wo man Schwerpunkte setzen muss. Das ist der KI-Bereich, Hightech-Bereich oder auch im Bereich der Automobilindustrie, wo Forschung getrieben werden muss in Bezug auf alternative Energien. Und ja, auch bei der Anwerbung der besten Köpfe müssen wir uns was kosten lassen. Nicht nur Fußballer sind teuer, auch bei den Wissenschaftlern dürfen wir da nicht sparen. Ja, da müssen wir auch noch einiges tun. Viele der Hochschulen sind in die Jahre gekommen. Da sind hohe Investitionen notwendig. Und außerdem legen wir Freien Wähler auch großen Wert auf die Dezentralisierung von Hochschulen. Das heißt, es muss nicht alles auf die großen Universitätsstädte beschränkt sein, sondern gerade bei Fachhochschulen sollen die auch aufs Land gehen. Und auch viele Institute der Universitäten sollen, wie gesagt, dezentral organisiert werden. Es ist viel Geld notwendig, um hier auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir müssen auch daran denken, die bayerischen Hochschulen attraktiv zu machen. Das heißt, dass wir die Digitalisierung fortsetzen müssen und außerdem den Studenten ein bisschen mehr entgegenkommen müssen, als es der Fall war, sprich Wohnheimbauten und so weiter. Da fehlt noch viel. Viele können es sich nicht leisten, in den Großstädten eine Wohnung zu mieten. Dann wäre ihre Etage schon völlig erschöpft. Auch da muss noch einiges passieren. Ja, mein Lieblingsort ist natürlich hier. Hier in Weltenburg bin ich geboren worden, habe meine erste Kindheit verbracht und deshalb komme ich immer wieder gerne zurück. Ja, natürlich, wenn man die ersten Lebensjahre wohlbehütet verbracht hat, natürlich in die Donau gehend, konnte zum Schwimmen, Wanderungen machen, ist es ja, die Heimat und natürlich verbunden auch mit Kindheitserinnerungen. Ja, zur Politik bin ich eigentlich über Umwegen gekommen. Mit 19 habe ich mir geschworen, nicht in die Politik zu gehen. Mein Vater war in der Kommunalpolitik und habe auch gesehen, wie hoch die Belastung ist. An Wochenenden und jeden Abend unterwegs. Deshalb habe ich nach meinem Jurastudium die Ministerlaufbahn eingeschlagen, war in München über Jahrzehnte tätig. Man hat mich dann gebeten, doch für den Landrat in Kelheim zu kandidieren, habe ich gemacht und jetzt war ich fast ein Vierteljahrhundert Landrat von Kelheim. Also man soll niemals nie sagen. Bayern ist Heimat, das schönste Bundesland und das schönste Land auf der ganzen Welt. Ja, er muss kommunikativ sein und es schadet auch nichts, wenn er ein bisschen was von der Sache versteht. Keine Frage, was der schönste Fleck ist. Natürlich der Landkreis Kelheim und speziell hier Weltenburg.